Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, die FDP hat in der Ampel nichts zu sagen, sonst würden Sie heute die Staatsregierung nicht mit Maßnahmen auf Bundesebene hier auffordern. Da fragt man sich, ob die bayerische FDP mit dieser Debatte zur Raumfahrtwirtschaft nicht die Zeit des Landtags verschwendet. Im Wesentlichen, es wurde schon ausgeführt, sind es hier Bundessachen. Es hat sich eigentlich doch längst herumgesprochen, Herr Kollege Heubisch, dass die ehemaligen Liberalen nur ein Steigbügelhalter des totalitären rot-grünen Sozialismus der Bundesregierung sind. Doch, so ist es nämlich. Trotzdem zielt die FDP mit den vorliegenden Anträgen zur Unterstützung für die deutsche und bayerische Raumfahrtwirtschaft in die richtige Richtung. Die AfD wird diese insgesamt zielführende Initiative teilweise unterstützen. Haben wir auch in den Ausschüssen gemacht. Die Antragsreihe ist aber auch nicht wirklich ehrlich, weil sie in weiten Teilen frühere Anträge von der AfD aufgreift. Doch festzuhalten ist, die Raumfahrt ist mit rund 20.000 Beschäftigten und einem Gesamtumsatz von mehreren Milliarden Euro ein Aushängeschild für den Innovationsstandort Bayern. Weltweit werden in der Raumwirtschaft tatsächlich 360 Milliarden Euro umgesetzt, Dollar umgesetzt. Bis 2040, gibt es Studien, soll der weltweite Umsatz auf 1 Billion Dollar steigen. Also ein bedeutender Industriezweig, das haben Sie ja sicherlich hier gut aufgegriffen, mit großen Wachstumschancen. Aber Herr Heubisch, als Absolvent der TU München im Bereich Maschinenbau ist mir das völlig klar gewesen. So. Da fragt man sich, wo ist eigentlich Söders Bavaria Wonne? Er ist jetzt hier nicht da, aber über 4 Jahre sind vergangen, seit der Ministerpräsident sein selbstdarstellerisches Projekt, so muss man das wirklich sagen, mit einem peinlichen Logo veröffentlicht hat. Und wenn er jetzt da wäre, würde ich ihn fragen, wo sind denn nun Ihre Raketen und Ihre Weltraumbahnhöfe? Wir als AfD greifen der Staatsregierung gerne unter die Arme und verdeutlichen nochmal, welche ordnungspolitischen Maßnahmen der bayerischen Raumfahrtindustrie wirklich helfen würden. Zunächst einmal sind es die ungenügenden Standortbestimmungen, die im Freistaat zu verbessern sind. Diese wurden mit der verkorksten Energiewende und einer mittelstandsfeindlichen Politik fahrlässig verschlechternd. Überbordende Demokratie macht es Unternehmen und Staatsab mittlerweile beinahe unmöglich, sich im Freistaat anzusiedeln. Doch hier braucht es eine sofortige Kehrtwende, damit Bayern nicht länger abgehängt wird, Herr Pohl. So. Wir können einigen Anträgen der FDP zustimmen und legen dabei die Schwerpunkte im Wesentlichen auf das, was bayerisch ist. Die Förderung der Weltraumforschung, Zuschüsse für Raumfahrttechnologien und Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für die bayerische Raumfahrtindustrie. Das haben Sie ja sehr gut aufgegriffen. Einige Anträge, wie den kindischen Antrag zu klimaneutralen Treibstoffen, lehnen wir ab. Eine moderne Rakete verbrennt in einem einzigen Start 5 Millionen Liter Raketentreibstoff, überwiegend Wasserstoff, Sauerstoff und auch Vinylethylen. Sie können sich dann selber ausrechnen von den Grünen, wie viel Wald für Windräder abgeholzt werden müsste, um eine einzige Rakete ins Weltall zu schicken. Also, in absehbarer Zeit wird es keine grüne Raumfahrt geben. Das ist doch jedem technisch gebildeten Menschen mit gesundem Menschenverstand völlig klar. Was die Finanzierung der teuren Vorschläge für die Raumfahrtindustrie betrifft, hätte im Übrigen ein seriöser Vorschlag zur Gegenfinanzierung dazugehört. Ja, Sie haben hier, was Sie hier in den einzelnen Anträgen aufgeführt haben, ich denke, da gehen wir in den Milliardenbereich, da haben Sie keinen Vorschlag gemacht zur Gegenfinanzierung. Aber wir wissen es ja bereits alle von dem Herrn Finanzminister Lindner, dass die FDP jegliche Seriosität in Finanz- und Haushaltsfragen längst abgelegt haben. Und da haben sie sich gut angeschlossen. Sie sind endgültig ins Lager der wohlstandsvernichtenden Gelddrucker gewechselt, Sie von der FDP. Es ist beschämend, dass Sie eben nun auch von der FDP an diesem volkswirtschaftlichen Amoklauf sich beteiligen. Abschließend noch ein Rat an die FDP. Sie untergraben Ihre eigene Glaubwürdigkeit, wenn Sie von uns, von der AfD zuvor angestellte Anträge ablehnen und dann später im eigenen Antragspaket einbringen. Vielen Dank.